Verarbeitung. Bestätigt. Danke. Willkommen, Hüter. Das Everversum dankt dir. Besuch mich bald wieder, Hüter. Everversum ist nicht nur ein Titel. Nun, Titan, schauen wir mal, was wir hier haben. Flüstert sie zurück. Nein, bei mir auch nicht. Hast du etwas für mich, Hüter? Wenn du zur Leere flüsterst, flüstert sie zurück. Nein, bei mir auch nicht. Wir müssen das fertig machen. Wenn du zur Leere flüsterst, flüstert sie zurück. Nein, bei mir auch nicht. Der Tote Orbit hat einen Hersteller in den Ederen, der ununterbrochen Zelte macht. Hüter sind auf meiner bescheidenen Türschwelle immer willkommen. Ich brauche eine Pause. Ich denke, ich habe da etwas, das du magst. Bleibt nur herauszufinden. Check das Inventar aus. Ich habe mir eine Erkältung eingefangen. Die Schaubilder für diese Struktur. Das Everversum steht dir zu Diensten. Ausgezeichnete Wahl. Besuch mich bald wieder, Hüter. Ich frage mich, ob die Archive endlich sind. Kann ein Datenset jemals vollständig sein? Ich kann mir vorstellen, dass dein Leben ziemlich aufregend ist. Verkaufst du das denn hier? Pass auf, dass du deine Schulterplatte nicht verkratzt, Liebes. Da oben.
versammelt sich eine Menschenmenge. Die sahen nicht glücklich aus. Dann ist es wohl offiziell. Was hältst du von meinem neuen Raum? Ich bin immer noch am Dekorieren. Ich helfe gern. Ich muss zu den Hangars. Wenn die Dunkelheit endlich mal verschwinden könnte. Ich habe für sowas keine Zeit. Hast du mich vermisst? Ihr alle, hier drüben. Ich nehme Du erinnerst mich an jemanden, den ich schon sehr, sehr lange nicht gesehen habe. Ich will nicht, dass du da oben versammelt sich eine Menschenmenge. Die sahen nicht glücklich aus. Eines Tages werden wir zu Venus und Mars zurückkehren. Wird das passen? Sie sind von zu großem historischem Wert, um sie aufzugeben. Wir müssen uns selbst. Ich habe gehört, dass das ein Kriegskult ist. Mein Leben hat sich in letzter Zeit so sehr verändert. Nicht, das ich bin froh, dass die Hüter wieder ein Teil davon sind. Oh nein. Das wiederholen. Mein Sender ist auf. Hi. Holla, gute Wahl. Tschüss. Ich habe gehört, Titanen bevorzugen Hecke. Aber ich denke, Suros sieht viel besser aus. Willkommen zum neuen Everversum-Hüter. Wie kann ich helfen? Vielleicht wärst du ja an einem Tausch interessiert. Neue Welten bedeuten neue Geheimnisse.
alle, hier drüben. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Alles gut, Hüter? Es gibt so viel zu tun. Passt zu dir. Pass auf, dass du deine Schulterplatte nicht verkratzt, Liebes. Ich verschwende nicht deine Zeit, versprochen. Der tote Orbit wird das nicht. Willst du etwas kaufen oder willst du dich nicht unterhalten? Ich nehme es. Ohne uns würde hier gar nichts. Hallo, Bürger. Ich muss mit euch reden. Was zum... Toll! Es gibt so viel zu tun. Gut. Aber auch gehört mitzuzählen, wie viele Jahreszeiten vergangen. Es ist immer wieder schön, eine weitere Heldin des Turms zu sehen. In dir steckt die Liebe zum Kampf. Komm jederzeit wieder. Ein Zehntel meines Gehalts spende ich dem toten Orbit. Mehr kann ich mir nicht leisten. Herunterfallen. Eins, zwei, drei. Wir dürfen keine Lieferung mehr. Ich habe Staub gewischt und mein Inventar aufgeräumt. Bald fühlt es sich an wie zu Hause. Sehr gut! Haben die Rotlegion vertrieben. Das gleiche Schicksal wird den nächsten Angreifern widerfahren. Brauchst du ein paar Gestenhüter oder einen neuen Look?
Ich hab Staub Ruhe gewischt. Ruhe hier. Wir müssen das hier sind. Bald fühlt es sich an wie zu Hause. Ich sehe sofort nach. Ich habe Staub gewischt und mein Inventar aufgeräumt. Bald fühlt es sich an wie zu Hause. Keine Ahnung, wo mein Onkel diese Sachen auftreibt. Yeah! Suchst du nach etwas Besonderem? Sofort, Hüter. Wir haben die Rotlegion vertrieben. Herrje, Herrje, A5530 BLNR und DGS-6 sind ausgefallen. Lass dich von den ganzen Neuerungen nicht ablenken, Hüter. Stürzen sich auf unsere Frachter. Nicht alles, was Fenchurch anschlägt, lässt sich auch verkaufen. Ich sehe nach, Hüter. Eine einfache Gleichung, Hüter. Du hast Silber, das Everversum hat Filter. Raum 709. Raum 709. Ikora hat die Führung übernommen. Sie wird dafür sorgen, dass diese Kabale es bereuen, hier gekommen zu sein. Wenn du brauchst du ein paar Gesten, Hüter? Oder einen neuen Look? Ein Hochsicherheitspaket. Hallo. Neue Geheimnisse.
Der Name kommt mir bekannt vor. Er ist einer von Oryx' Söhnen. Nokris war schwach, aber brillant. Er verließ Oryx und suchte nach verbotener Macht. Diese Kristalle sind reines, kristallines Seelenfeuer. Sie müssen die Quelle des Energieanstiegs sein. Wir wollen Mars in eine Brutstätte verwandeln. Wir müssen Nokris unbedingt aufhalten. Mehr über Nokris gelesen. Er ist ein Nekromant, was selbst für die Schar ungewöhnlich ist. Er kann tote Schar wiederbeleben. Ihr müsst sie alle ausschalten, und zwar ein für alle Mal.
Das muss wohl unser Liebchen sein. Nokris. Vorsicht, Hüter. Er ist zum Bersten mit Seelenfeuer gefüllt. Normalisiert. Ich wusste, dass du es schaffst, Hüter. Danke, Commander. Stehen immer zu Diensten.
Operation Wagemut ist live auf Io. Ikora Ray und Asher Mir sind im Standby, da sie bereits Erfahrung mit dem Pyramidion haben. Begib dich tief ins Zentrum, um Brachion zu finden. Den Vexgeist, der meinen Arm auf dem Gewissen hat. Es ist deine Pflicht, mich zu rächen. Wir bekommen immer die öden Aufgaben. Auf was können wir uns hier gefasst machen? Eine kaskadierende Höllenlandschaft stetigen Wandels. Mein Einsatztrupp musste dutzende Male wiederbelebt werden. Und ich bin mir sicher, Hin- und Rückweg gingen beide bergauf. Du verschwendest meine Zeit. Aber ja, so paradox es klingt, aber so war es. Resonanzfrequenzen des Pyramidion. Dachte, ich hätte die Stimme von Osiris gehört. Unmöglich. Thank you.
Die Besessenen bewegen sich mühelos zwischen Dimensionen. Die wächst zwischen Realitäten. Vielleicht ist ihr Mangel an Selbstgefühl der Schlüssel. Asher kann nicht feststellen, wo du bist. Falls er aus der Leitung fliegt, dann, weil er rumtobt und sein Mikrofon kaputt gemacht hat. Das habe ich gehört, du Hexe! Jetzt ist er noch mutig genug, sowas zu sagen, weil er auf Io ist und ich nicht. Trotz der besessenen Interferenzen solltest du jetzt einem Amygdala-Damm gegenüberstehen. Gehe weiter. Vermeide die dichte Matrix. Du weißt auch ganz sicher, wo sie sich befinden? Nichts im Pyramidion ist von Gewissheit. Meine Hypothesen sind nur eine Annäherung. Thank you.
Wenn meine Projektion stimmt, müsstest du dich jetzt dem See mit radiolarischer Flüssigkeit nähern, an dem es mir zustieß. Nö, kein See. Nur eine unheilvolle Grube. Meine Projektion zeigt, dass du den syntoneuralen Terminus im Zentrum des Sees erreicht hast. Vielleicht ist das eine Metapher. Rufe den Genesis-Geist herbei. Zerstöre ihn. Er soll leiden. Das ist keine Metapher. Geist endlich vernichtet? Ja, so richtig. Klappe zu, Affe tot. Ja, ich habe von Rache geträumt, seit ich im Krankenhaus ohne Arm aufwachte.
Wir nähern uns dem Tempel, Petra. Verstanden. In Bereitschaft. Wir gehen jetzt rein. Gut. Steigt ins Herz des Tempels hinab. Ihr sucht eine der Tekkians der Königin. Ihr Hüter nennt sie Tek-Hexen. Ihr Name ist Zidia. Sie ist eine Besessene, kann aber gerettet werden. Sie handelt nicht nach eigenem Willen. Erweise ihr die Gnade, die sie dir nicht erweisen kann. Lass mich mal einen Blick auf die Konsole werfen. Das ist eine Art Aufzug. Thank you.
dieser Weg hindurch. Das ist die Hexe. Denk dran, wir sind hier, um sie zu retten. Thank you.
Achte auf die Trümmer! Flüchtet!
kämpfen soll. Willkommen zu Operation Sturmschicht, Hüter. Die Besessenen haben in diesem Bereich Schildfäule und andere Verteidigungsmechanismen ausgesandt. Sie kontrollieren das örtliche Wasserwerk. Ihr Verhalten hier ist beinahe militärisch. Halte aber auch Ausschau nach Gefallenen. Die haben überall ihre Finger im Spiel. Anscheinend sind wir nicht die Einzigen, die an dieser Region interessiert sind. Einer meiner Trupps hat bestätigt, dass die Wasserzufuhr von besessenen Energie verseucht wurde. Unsere Reinigungstechnologie schafft das nicht. Breitet sich die Kontaminierung aus, war's das. Jetzt, wo die Fäule weg ist, sind der Boden und das Wasser wieder normal. Hoffen wir mal, dass es dadurch keine nachhaltigen Probleme gibt. Erledige sie bitte. Thank you.
In der Nähe gibt es immer noch Besessenen-Energie, verteilt über das ganze Wasserwerk. Und darunter. Was auch immer dahinter steckt, muss unter Tage sein. Anstieg in der besessenen Energie. Es geht los.
Wir haben den Boss und die große Gruselfäule erledigt. Die Späher, die ich ausgesendet habe, sind die besten in der Miliz. Und selbst sie konnten nichts ausrichten. Ihr Hüter seid ein wahrer Segen. Wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, können Zivilisten und Hüter Seite an Seite stehen und alles erreichen. Ich könnte euch beiden den ganzen Tag zuhören. Wir haben da einen Notfall. Rasputin wird angegriffen. Wie ist das möglich? Was ist denn schon groß genug, um eine Bedrohung für Rasputin zu sein? Es ist Xol. Er hat einen direkten Angriff gestartet. Was können wir tun? Begebt euch zur Energieversorgung und ich helfe euch, ihn zu erledigen. Konventionellen Waffen zu besiegen, ist zu gefährlich. Wir brauchen Rasputins Hilfe. Zum Glück gewährt er uns Zugriff auf die Walküre. Sie ist ein mächtiger Speer, der Teil seines Neuralnetzwerks ist. Doch selbst die Walküre braucht ein wenig mehr Power, um Xol aufzuhalten. Wir werden sie mit Rasputins Kern überladen. Öffne die Belüftungsschlitze der Inhibitoren und dann beschießt du sie mit allem, was du hast. Netzinhibitor ist offline. Kernenergielevel steigen. Dauerhafte Schwankungen führen zu kritischem Ausfall. Sämtliches Personal ist angewiesen, Sicherheitsprotokolle zu initiieren. Nicht vergessen, ein sicheres Arbeitsumfeld ist ein glückliches Arbeitsumfeld. Ich bekomme seltsame Daten von diesem Knoten. Ich muss mir das genauer ansehen. Oh nein. Jetzt, da der Inhibitor offline ist, spielt das Neuralnetzwerk verrückt.
Ich versuche es zu stabilisieren. Verteidige den Bereich. Online und bereit. Jetzt zur Inhibitorlüftung. Die Lüftungsschlitze sind offen. Kernenergielevel nähern sich kritischer Überlastung. Sämtliches Personal wird zur Evakuierung angewiesen. Zum Kern, bevor es kritisch wird. Jetzt wird eine neue Walküre geschmiedet. Die Walküre könnten wir jetzt wirklich gut gebrauchen. Stabilisiert. So halb. Aber die Walküre ist bereit. In Ordnung. Du musst die Walküre in den Kern schleudern und eine komplette Kernschmelze verursachen. Komplette Kernschmelze initiiert. Wer diese Nachricht hören kann, befindet sich zu nah am Kern. Die Walküre ist überladen. Gute Arbeit. Jetzt kommt der schwierige Teil. Xol erledigen. Was ist dieses Ding? Woher kommt es? Ich konnte Informationen aus verschiedenen Schar-Apokryphen zusammenstückeln. Ein ketzerischer Schar-Priester brachte ihn hierher, um Oryx aufzustacheln und einen Krieg anzuzetteln. Rasputin konnte den Angriff kaum abwehren. Als letzte Anstrengung hat er Xol und seine Armee eingefroren. Und jetzt? Jetzt sucht uns die Vergangenheit wieder heim. Aber keine Sorge, dieses Mal erledigen wir Xol endgültig. Ich habe noch nie etwas so Mächtiges gesehen. Sei vorsichtig!
hier nicht durch. Anna bringt das Neuralnetz wieder online. Der Speer ist online und bereit. Dass wir dir immer zur Seite stehen, Anna. Und ich an eurer.
Ich sehe gerade nach. Alles erledigt, alles erledigt. Alles steht zum Verkauf. Schau es dir an. Besuch mich bald wieder, Hüter. Runter in die Stadt und wieder hoch. Runter und wieder hoch. Herrje. Bitte, Hüter. Es ist viel zu tun. Bereit zur Überprüfung? Schaust du dich nur um? Gerne doch. Ding. Du willst meine Kinder vernichten? Mich auch? Du sollst sterben! Thank you.
Freund. Kate 6, ihr legt uns in Fesseln, damit wir vermodern. Er musste sterben. Sollst du für immer sterben, totes Ding!
Der Zorn des Mohns brennt in der Wirrbucht. Meine Kinder, immer da. Hüter, wir haben eingeschränkte Informationen zu einem Vex-Informationsdepot erhalten. Ich will, dass du es findest und herausfindest, was sie wissen. Sei gegrüßt, Captain. Commander Zavala hat mich gebeten, eine taktische Analyse dieser Mission durchzuführen. Ich würde dir gerne dabei helfen, in den Terminus der Einsicht einzudringen. Hallo, Failsafe. Du kennst dich hier aus? Oh ja, absolut. Die Vex waren hier sehr aktiv, als die Exodus Black damals auf Nessus ankam. Die Vex, die meine Crew eliminiert haben, kamen von hier. Tut mir leid, dass diese Erinnerungen jetzt wieder hochkommen. Das ist in Ordnung. Ich habe nur ein paar Jahrhunderte gebraucht, um sie zu unterdrücken. Legion. Klasse. Die Kabale sind hier. Korrekt. Ich überwache Vex-Übertragungen. Die Kabale dringen auch in die Installation ein. Wie ich Zufälle liebe. Thank you.
Dieser Typ sah wie eine Art Commander aus. Das ist korrekt, freundlicher Geist. Dieser Commander war Kargen, ein Elite-Kabal-Zion, der in diesem Zeitstrahl für viel Schaden am Vex-Kollektiv gesorgt hat. Das hört sich schlecht an. Deine Priorität für diese Operation sein. Seine Crew ist im ganzen System unterwegs. Unseren Informationen zufolge hat er hauptsächlich Vex-Installationen zum Ziel. Ihn zu eliminieren kann unsere Position jedoch nur stärken. Erledige ihn. Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Zuerst die guten Nachrichten. Den Vex zufolge hat Kargen beinahe die vollkommene Kontrolle über das örtliche Vex-Tor-Netzwerk. Ich prognostiziere diverse Kabaleinheiten innerhalb der nächsten Minuten. Nein, ich wollte doch die guten Nachrichten zuerst. Das waren sie doch. Man muss schon anerkennen, wie gut Kargen die Vex-Technologie beherrscht. Wenn wir ihn geschnappt haben, kann er sogar Kate noch etwas beibringen. Diese Aufgabe zu 50% abgeschlossen. Schon wieder. Ja.
Da ist Kargan. Wow. Okay, lass dich davon nicht treffen. Ich habe Nachrichten der Vex abgefangen, die vermuten lassen, dass Kargan ihre Sicherheitsprotokolle umgangen hat. Es scheint, als nutzt Kargan diesen Konflux, um auf das Datenartefakt zuzugreifen. Bring mich zu dieser Vex-Platte und ich versuche es mit einem Gegner. Ich habe ein paar üble Variablen in seinen Verschlüsselungsprozess eingeschleust. Das sollte ihn ausbremsen. Standort gesichert, Commander Zavala. Gute Arbeit, Hüter. Welche Informationen habt ihr? Hier ist ein fast unlesbares Datenartefakt mit der Bezeichnung Oxa. Es ist stark beschädigt, aber im Zugangslog steht M-Sund 12. Was ist Oxa? Und wer war M-Sund 12? Diese Fragen müssen warten, schätze ich. Aber das war gute Arbeit bisher.
Hüter, bist du beschäftigt? Wir hören dich, Sagira. Wir haben da ein dringliches Wächsproblem im Forst. Die lassen sich meistens mit Explosionen lösen. Wir schauen es uns mal an. Also, was ist jetzt genau das Problem? Ich habe Dendron, den Ursprungsgeist, wieder erschaffen. Ich dachte, ich könnte ihn kontrollieren. Das denkst du immer. Deshalb reden die Leute schlecht über dich. Jetzt, wo Panoptes gefallen ist, versucht der Ursprungsgeist, seinen Platz einzunehmen und über den Forst zu herrschen. Na, dann jagen wir ihn in die Luft. Komm zurück. Das solltest du kennen. Beim ersten Mal hast du dich gut geschlagen. Ich war beim ersten Mal nicht dabei. Jemand hatte meine Hülle geklaut. Geborgt. Ich habe sie mir geborgt, um Raum und Zeit zu retten. Die Radiolaria-Maschinen sind überall. Sie sind die Primärvektoren, mit denen die Vex den Planeten neu erschaffen haben. Ich empfange Arcus-Energie von der Spitze der Säule. Ein sehr starkes Signal. Das ist dann wohl der Ursprungsgeist. Als wir das erste Mal hier waren, haben wir ihn ausgeschaltet. Aber er scheint wieder ganz funktionsfähig zu sein. Nachdem der Hüter den Ursprungsgeist zum ersten Mal zerstört hat, haben wir wochenlang diese Simulation auseinandergenommen. Die Vex haben sie komplett wieder aufgebaut. Hast du wirklich ordentlich Mist gebaut, Osiris? Es war ein Risiko, das ich eingehen musste, Sagira. Der Hüter hat das im Griff.
Teamarbeit. Das sollten wir mal wiederholen. Lass meinen Hüter in Ruhe, Sagira. Du scheinst dich auszukennen. Was habe ich denn sonst noch so verpasst? Wir sind von ein paar Gravitationskanonen gesprungen. Zählt das? Ja, tut es. Gehofft, dass der Ursprungsgeist länger brauchen würde, um alles aufzubauen. Aber sein Arkusstrahl läuft mit voller Kraft. Es wird genauso schwierig wie beim ersten Mal. Da war ich nicht dabei. Ich glaube, da war ich tot. Jetzt sei nicht so dramatisch. Du hast geschlafen. Ich habe Dinge in der Dunkelheit gesehen. Der Reisende war da. Der war so klein.
Wir haben gerade den Stecker für das Arcus-Netzwerk dieser Säule gezogen. Die Vex sind ganz schön sauer. Das wäre ich auch. Entschuldige uns kurz, während wir sie platt machen. Ursprungsgeist wurde neutralisiert. Osiris, falls du irgendwelche Pläne für diese Simulation hattest, dann befürchte ich, dass nicht mehr viel davon übrig ist. Das hast du gut gemacht, Hüter. Die Überreste wären nützlich. Ich werde sie bald bergen.
Verarbeitung. Alles erledigt, alles erledigt. Vielleicht wärst du ja an einem Tausch interessiert. Was du magst, bleibt nur herauszufinden. Die Welt ändert sich. Du musst vorbereitet sein und dich anpassen können. Ich erinnere mich. Hüter, wir haben eingeschränkte Informationen zu einem Vex-Informationsdepot erhalten. Ich will, dass du es findest und herausfindest, was sie wissen. Sei gegrüßt, Captain. Commander Zavala hat mich gebeten, eine taktische Analyse dieser Mission durchzuführen. Ich würde dir gerne dabei helfen, in den Terminus der Einsicht einzudringen. Hallo, Failsafe. Du kennst dich hier aus? Oh ja, absolut. Die Vex waren hier sehr aktiv, als die Exodus Black damals auf Nessus ankam. Die Vex, die meine Crew eliminiert haben, kamen von hier. Tut mir leid, dass diese Erinnerungen jetzt wieder hochkommen. Das ist in Ordnung. Ich habe nur ein paar Jahrhunderte gebraucht, um sie zu unterdrücken. Rotlegion? Was machen die Kabale hier? Ich überwache Vex-Übertragungen. Es scheint, dass die Vex einen Kabalübergriff an eurem derzeitigen Standort abwehren. Ja, aber was machen die hier?
Die Vanks kalkulieren zurzeit mögliche Antworten auf diese Frage. Rückmeldung folgt. Dieser Typ sah wie eine Art Commander aus. Das ist korrekt, freundlicher Geist. Dieser Commander war Kargan, ein Elite-Kabal-Zion, der in diesem Zeitstrahl für viel Schaden am Vex-Kollektiv gesorgt hat. Das hört sich schlecht an. Hüter, die Eliminierung von Kargan wird deine Priorität für diese Operation sein. Seine Crew ist im ganzen System unterwegs. Unseren Informationen zufolge hat er hauptsächlich Vex-Installationen zum Ziel. Ihn zu eliminieren kann unsere Position jedoch nur stärken. Erledige ihn. Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Zuerst die guten Nachrichten. Den Vex zufolge hat Kargan beinahe die vollkommene Kontrolle über das örtliche Vex-Tor-Netzwerk. Ich prognostiziere diverse Kabaleinheiten innerhalb der nächsten Minuten. Nein, ich wollte doch die guten Nachrichten zuerst. Das waren sie doch. Hier muss man doch irgendwie durchkommen können. Failsafe, hast du eine Idee? Ich glaube, Centurios haben die Mittel, um die Vex-Blockade zu entfernen und euch Zugang zu verschaffen. Wunderbar. Einen brauchen wir noch. Halte die Augen nach einer weiteren Kabal-Abwurfkapsel oder einem Centurio offen.
sie schon wieder. Da ist Cargan. Wow. Okay, lass dich davon nicht treffen. Ich habe Nachrichten der Vex abgefangen, die vermuten lassen, dass Cargan ihre Sicherheitsprotokolle umgangen hat. Es scheint, als nutzt Cargan diesen Konflux, um auf das Datenartefakt zuzugreifen. Bring mich zu dieser Vex-Platte und ich versuche es mit einem Gegenhack. Firewall ist eingerichtet. Das sollte ihn ausbremsen. Weitermacht, wird er euch nur noch mehr auf den Kicker haben.
Standort gesichert, Commander Zavala. Gute Arbeit, Hüter. Welche Informationen habt ihr? Hier ist ein fast unlesbares Datenartefakt mit der Bezeichnung OXA. Es ist stark beschädigt, aber im Zugangslog steht M-Sund 12. Was ist OXA? Und wer war M-Sund 12? Diese Fragen müssen warten, schätze ich. Aber das war gute Arbeit bisher. Hey Leute, wir haben hier im Forst eine Simulation, die so ziemlich außer Kontrolle gerät. Lange Story. Okay, wir sind auf dem Weg. Kann jemand sagen, was wir heute platt machen sollen? Technisch gesehen ist das Osiris. Ist das ein Witz? Kann mir jemand ihren Witz erklären? Ich habe den Forst genutzt, um eine Kopie des Ursprungsgeists zu kreieren. Aber die Simulation hat Bewusstsein erlangt und jetzt haben wir ein Problem, das ihr beseitigen müsst.
Willkommen zur Vergangenheit. Deiner persönlichen Vergangenheit. Der Ursprungsgeist hat die Bedingungen deines ersten Besuchs wiederhergestellt. Und wie ich befürchte, auch die dazugehörigen Verteidigungsmechanismen. Ich gebe dir dafür die Schuld, Osiris. Beschuldige, wen du willst. Zerstöre einfach den Geist. Das Modul hat einen Pfad verdeckt. Der Ursprungsgeist versucht, uns von der Säule fernzuhalten. Schlau. Siehst du diesen Strahl? Er kontrolliert das gesamte Gebiet durch eine Reihe von Modulen und Arkusenergie. Naja, das wird nicht lange so bleiben. Der Ursprungsgeist scheint ganz putzmunter an seiner Säule zu sein. Dabei haben wir ihn beim ersten Mal so gründlich platt gemacht. Es nochmal zu machen, stärkt den Charakter. Jede Schlacht ist eine Lernerfahrung. Ganz gleich, ob man Gottbezwinger oder Anfänger ist. Du hörst dich an wie Lord Shax. Nein, Shax hört sich an wie ich. Ich disputiere gerade mit Vex in 3 Simulationen parallel. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt eine ausschweifende Entschuldigung vortragen. Wird er nicht. Du scheinst dich auszukennen. Was habe ich denn sonst noch so verpasst? Wir sind von ein paar Gravitationskanonen gesprungen. Zählt das? Ja, tut es. Ich hatte gehofft, dass der Ursprungsgeist länger brauchen würde, um alles aufzubauen. Aber sein Arkusstrahl läuft mit voller Kraft. Es wird genauso schwierig wie beim ersten Mal. Da war ich nicht dabei. Ich glaube, da war ich tot. Jetzt sei nicht so dramatisch. Du hast geschlafen. Ich habe Dinge in der Dunkelheit gesehen. Der Reisende war da. Und er war so klein.
Wir haben gerade den Stecker für das Arcus-Netzwerk dieser Säule gezogen. Die Vex sind ganz schön sauer. Das wäre ich auch. Entschuldige uns kurz, während wir sie platt machen. Wir stecken zwischen drei Simulationen. Wir haben den größten Vex-Zyklopen getroffen, den ich jemals gesehen habe. Und wir haben ihn halbiert. Oh, Dendron, richtig. Du bist wirklich gut darin, Osiris Fehler zu beseitigen. Ich kümmere mich darum, dass es nicht nochmal passiert. Verschwindet, bevor sich die Simulation schließt. Anna, da ist eine riesige Schar-Kreatur, die Rasputin angreift. Das ist ein Schar-Wurmgott. Er heißt Xol und er wird Rasputin auseinandernehmen, wenn wir nicht schnell handeln. Was können wir tun? Begebt euch zur Energieversorgung. Ich habe einen Plan, wie wir ihn vernichten können. Aber ich brauche eure Hilfe. Das Exoskelett ist ziemlich robust. Du wirst die Valkyrie brauchen. Sie ist ein spezieller Speer, der Teil von Rasputins Neuralnetzwerk ist.
Mit Rasputins Kern können wir die Walküre überladen und so ordentlich Schaden anrichten. Wie? Nun, zunächst müssen wir den Kern überlasten. Schießt du sie mit allem, was du hast. Achtung! Neuralnetzinhibitor ist offline. Kernenergielevel steigen. Dauerhafte Schwankungen führen zu kritischem Ausfall. Sämtliches Personal ist angewiesen, Sicherheitsprotokolle zu initiieren. Nicht vergessen, ein sicheres Arbeitsumfeld ist ein glückliches Arbeitsumfeld. Ich bekomme seltsame Daten von diesem Knoten. Ich muss mir das genauer ansehen. Oh nein. Jetzt, da der Inhibitor offline ist, spielt das Neuralnetzwerk verrückt. Ich versuche es zu stabilisieren. Verteidige den Bereich. Und bereit. Jetzt zur Inhibitorlüftung. Die Lüftungsschlitze sind offen. Kernenergielevel nähern sich kritischer Überlastung. Sämtliches Personal wird zur Evakuierung angewiesen. Begebt euch zum Kern, bevor es kritisch wird. Jetzt wird eine neue Walküre geschmiedet. Die Walküre könnten wir jetzt wirklich gut gebrauchen. Stabilisiert. So halb. Aber die Walküre ist bereit. In Ordnung. Du musst die Walküre in den Kern schleudern und eine komplette Kernschmelze verursachen. Komplette Kernschmelze initiiert. Wer diese Nachricht hören kann, befindet sich zu nah am Kern. Die Energiewerte der Walküre sind unfassbar. Mal sehen, was Xol von dieser bahnbrechenden Braytech hält.
voll. Was ist das? Er ist ein uralter Wurmgott. Einer der wenigen Ursprünglichen, die die Schar zu dem machten, was sie heute ist. Er wurde von einem fanatischen Priester namens Nokris hierher gebracht. Rasputin fuhr Nokris und Xol ein, doch jetzt sind sie wieder frei. Wir müssen Xol endgültig erledigen. Ich habe noch nie etwas so Mächtiges gesehen. Sei vorsichtig! Wenig durch. Anna bringt das Neuralnetz wieder online. Ist geschlagen. Du hast es geschafft. Rasputin ist gerettet. Du weißt, dass wir dir immer zur Seite stehen, Anna. Und ich an eurer.
Willkommen auf Nessus. Hier wimmelt es nur so von Vex. Die Rotlegion hat Truppen geschickt und wir müssen herausfinden, warum. Failsafe, bist du online? Commander, deine Lieblings-KI ist bereit. Ich bin mit dem Vex-Netzwerk verbunden. Ihren Daten zufolge haben die Kabale einige Beben im Kern von Nessus ausgelöst. Als hätte ich es nicht schon schwer genug. Oh, das sieht aus wie ein Wechsmilchwasserfall. Können wir kurz anhalten und... Oh. Eine Barriere. Barrieren sind hier beliebt. Zavala, ich glaube, Sie wollen die Rotlegion einsperren. Sie haben größere Probleme. Und zwar dich, Hüter. Wonach bohrt denn die Rotlegion? Frage, was hast du denn angestellt, dass diese fiese Spezies hier für Unruhe sorgt? Und natürlich werden die Bohrer von bewaffneten Truppen bewacht. Kleiner Tipp, kümmere dich um die Bohrer, wenn die Schießerei vorbei ist. Das Geschieße hört niemals auf. Weißt du,
Kate steckte fest, weil er von den Vex gestohlen hat. Wieso ist das nicht der Rotlegion passiert? Berechne Gemeinsamkeiten zwischen Rotlegion und Kate 6 0,0001%. Und, naja, Kate ist nicht der Hellste. Du bist ebenso deprimierend wie nutzlos. Ich glaube, die wollen ihren Bohrer zurück. Wir mal, dass das Ding in die richtige Richtung startet. Sonst wird das ein kurzer Trip. Wechselt die Waffen! Geist zerstört. Gut gemacht. Failsafe, was hältst du von diesem Vorfall?
Vex-Aufzeichnungen zeigen, dass die Kabale den Geist entdeckt und sich ihren Weg gegraben haben, um ihn einzunehmen. Hätten sie das geschafft, hätte es eine 60-prozentige Chance gegeben, dass dieser Planetoid in den darauffolgenden Kämpfen zerstört worden wäre. Zum Glück hat der Captain das verhindert. Eine gefallenen Crew hat einen meiner Annäherungsalarme ausgelöst. Sie befinden sich in der sekundären Absturzstelle, außerhalb meines Radius. Hilfst du mir, sie zu finden? Ich kann sie förmlich spüren. Hört sich nach einer Search-and-Destroy-Mission an. Ich habe die Koordinaten auf deinen Tracker geladen. Ihre Waffen haben überall Arcus-Pulse hinterlassen. Ich entdecke noch ein Set von Arcus-Pulsen. Koordinaten sind markiert. Mal sehen. Die Gefallenen sind da entlang. Könnte ich dich privat sprechen? Kümmere dich nicht um mich und Zavala, wir... Beth, ich habe die Vorhutverbindung gekappt. Zu viele Stimmen, kann mich nicht konzentrieren. Die Gefallenen plündern das Schiff und mich. Ah.
Passt auf euch auf, wenn ich weg bin. Dieses Gewebe auf dem Boden sieht aus wie eine Art Akkusleiter. Wohl das Beste, keine Akkusenergie heranzulassen. Barriere unten. Failsafe, diese Schweber haben deine Schaltkreise als Argus-Waffen missbraucht. Die Gefallenen sind schlimmer als Kate 6. Oh, ist schon in Ordnung. Ach, ja? Hey, hör mal. Sein Geist liebt ihn. Captain, hast du diese Gefallenen ausfindig gemacht? Ich fühle, wie sie Teile aus mir herausreißen und Sicherungen schmelzen. Wir haben uns echt einigen von ihnen angenommen, aber wohl nicht derer, die wir wollen. Wir suchen weiter. Wir untersuchen die neuen Arkuspulse. Hallo? Alles gut bei euch? Uns geht's gut. Failsafe war nur hibbelig. Kate-Einheit, Geist, löscht euch doch einfach. Der Rest des Schiffes ist da vorne. Ich vergesse immer, wie groß es ist. Wie unsere Träume. Wir wollten die Menschheit zu den Sternen schicken. Wie wäre es, wenn wir an Bord gehen oder was davon übrig ist und nehmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist? Dass etwas brennt. Alle Lichter sind aus. Wohin haben Sie den Strom umgeleitet? Keine Sorge, Failsafe. Wir haben es im Griff. Was war das? Ich glaube, wir sind nicht mehr allein.
Einsatzturm Piccolo, hört ihr mich? Noch nichts. Okay, wir haben keine andere Wahl. Operation Oboe hat begonnen. Sollten wir ihm nicht sagen, dass es uns gut geht? Nee, ist besser so. Niemand wird zurückgelassen, Piccolo. Wartet auf Rettung. Ich erledige die Gefallenen höchstpersönlich.